Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen zu Earthbound und ich hoffe, mein Controller macht jetzt nicht einen miesen, weil ich muss mittlerweile auch aufs Batteriefach draufhauen, damit er überhaupt angeht. Soweit ist es schon. Mann, ich hab keinen Code. Mach einfach eben den Kampf. Stiehl nicht meine Zeit oder unsere Zeit, besser gesagt. Zeit, dich zum Altmetall zu bringen. Und das schnell. Ich hoffe mal, der komische Joghurt wird mich nochmal aufheilen, weil das wäre sonst ein bisschen übel. Na gut, vielleicht braucht das auch gar nicht. Ja, okay. Der hält wohl einiges aus. Na, jetzt juckt mein Auge. Das kann ja auch nicht besser, ne? Das sollte aber ausreichen, also. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt gerade keine Brille aufgehabt. Ich bin übrigens Brillenträger. Und konnte das nicht so recht lesen. Ich dachte, das hat jetzt nicht getroffen. Das wäre ein bisschen ärgerlich gewesen. So, was haben wir hier? Es ist halt ein Labyrinth. Okay. Ness öffnet das Geschenk. Und eine Sudden Guts Pill. Geil. Na, komm mal erstmal her. Troll. So. Ich habe immer noch keinen Code. Meine Güte, und warum baut Mr. Monotoli so einen Irrgarten in sein oberstes Stockwerk? Das macht keinen Sinn. Müsst ihr euch da mal vorstellen, ihr kommt betrunken zur Arbeit und vergesst den Weg einfach. Ihr werdet doch nie zu eurem Arbeitsplatz finden. Oh, das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen an Heilung denken. Mache ich, glaube ich, auch. Ich hau mir jetzt erstmal eine, damit ich noch ein bisschen für Heilung übrig habe. Das reicht nicht aus, tatsächlich nicht. Uff! Scheiße, scheiße, scheiße. Puh. Wie kann man so viel Glück haben? Ein HP. Das ist nicht schlecht. So, erstmal jetzt Priorität auf Heilung setzen. Auf Live-Up meine ich, nicht Heilung. Ja, das sieht schon anders aus, ne? So teuer ist es ja auch nicht. Und ich gehe auch einfach mal ganz stark davon aus, wo bin ich hier? Dass wir uns hier auch noch genug Möglichkeiten einverleiben können, um uns zu heilen, ne? Das ist zumindest das, was ich hoffe. So, kann ich irgendwas wegmachen? Nö. Und wozu brauche ich den Back of Dragonite? Keine Ahnung. Aber erstmal gehen wir hier hin. Ah, guck. Schön. Mensch! Master Pokey ist cool. Er hat mir was gegeben. An einem Tag und sagte. Das passt zu einer Maid. Okay, hier sind wir doch falsch. Dann gehen wir mal weiter. Ping. Clankety, clankety. Rattle, rattle, draw. Squeak, tweet, tweet. Clank! Ah, es ist, ja. Der clumsy Robot blockiert deinen Weg. Ach nee, scheiße, jetzt bin ich ja richtig am Arsch. Das ist jetzt ja richtig übel. Das überlebe ich nicht. Aber hundertprozentig nicht. Habe ich n Ich brauche jetzt auch keinen Shield Killer, weil es keinen Shield gibt. Das ist ja jetzt scheiße. Naja, wir versuchen es einfach mal. Wow. Toll. Hätte er nicht bei Jeff. Oh Bei Jeff ausweichen können. Ja, das sieht schon anders aus. Und selbst wenn nur Ness das überlebt. Wovon ich jetzt einfach mal ganz stark ausgehe, dass es passieren wird. Ja, alles klar, oder ich sterbe einfach auch. Das ist. Ne?
Das überlebe ich nicht. Ja. Ja, was war das denn bitte für ein Kampf, ey? Weißt du, da machst du schon die ganze Zeit so einen verkackten Irrgarten. Findest dann endlich mal den richtigen Weg und dann kommt da so ein Drecksroboter. Aber das sind wir vom Spiel ja mittlerweile auch gewohnt, ne? Gott. Naja, gut. Das nützt nichts. Wir haben ja trotzdem soweit erstmal alles erledigt, was zu erledigen war. Aber ich muss trotzdem ein Krankenhaus aufsuchen. Beziehungsweise erstmal einen Geldautomaten aufsuchen. Weil ich ja jetzt keine 150 mehr habe. Für Jeff. Naja, gehen wir einfach mal in den Debt Store. Und heben hier ein bisschen Geld ab. Ach ja, ich muss ja checken. Das verwechsel ich immer wieder. Und wie viel haben wir? Oh, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ja gut, ne, ich sag mal 300 kann man auf jeden Fall schon abheben. Ich hoffe aber auch, die ganzen Roboter sind nicht da. Weil ich die ja eigentlich schon besiegt habe. Das wäre ja nur fair. So, und die kommen ja auch nicht wieder, wenn man den Raum betritt. Also das sind ja halt solche Gegner, die despawnen nicht. Und ich glaube, wenn sie einmal gestorben sind, dann bleiben sie auch tot. Also es ist zumindest das, was ich hoffe, weil das würde den Weg ein wenig erleichtern, tatsächlich. Gehen wir davon aus, dass er alles gespeichert hat. Dann gehört das hoffentlich auch dazu. Ach, warum denn Ness? Ich wollte Jeff besuchen. Jeff wurde gerade eingeliefert. Mhm, 150, jupp. Ja, komm. Mach den Kopf dicht. Dann nochmal eben auf ins Hotel, ein bisschen schlafen gehen. Es wäre ja vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Sache, wenn ich einen Escargo Express anrufe und ein paar Sachen einlager, dass ich mir irgendwas zum Heilen mitnehmen kann. Aber ja, das brauche ich eigentlich nicht. Ich muss einfach eben gucken, oh Gott, ein Schild, ein Straßenschild. Ich muss einfach eben gucken, ob die ganzen Roboter jetzt noch wieder da sind oder ob die tatsächlich besiegt sind. Weil das wäre natürlich der Optimalfall. Dann komme ich komplett geheilt mit Psi bei dem kleinen Roboter an. Und dann hat er natürlich keine Chance mehr, ne? Der gehört dann so schnell zum alten Metall, da kann er gar nicht gegen gucken. Gehört er ja jetzt schon, er verliert ja jetzt schon Zahnräder und ein paar Schrauben. Beziehungsweise Bolzen. Vor allem das so, was mich dann überhaupt besiegen kann. Mit seinen komischen Attacken. Vor allem eine Bottle Rocket, die ihn selber dizzy macht. Aber da merkst du ja nichts von. Also, dass er irgendwie dizzy ist. Hat sich ja auch nichts geändert, wo er das abgefeuert hat, aber naja. So, ihr Spinner, ich gehe in den 48. Ja, erstmal in den 47. Fahr einfach hoch. Meine Güte. Texte mich nicht zu, fahr das Scheißding einfach hoch. Wir sind da. So. Dann geht's auch mal straight weiter. Einmal bitte nach oben. So, und jetzt wird sich gleich erstmal zeigen, ob die ganzen Roboter noch da sind. Wäre sehr ärgerlich, wenn sie es wären. Nein, sind sie tatsächlich nicht. Ja, dann macht das die ganze Sache ja auch ein bisschen einfacher, ne? Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwie einen speziellen Weg gibt. Ich glaube einfach mal nicht. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, genau. Master Poki ist cool. Na, ist eigentlich nicht, aber... Naja. Na gut, aber dann sind wir auch auf dem richtigen Weg gerade. Ja.
So, du Spinner. Du kannst dich jetzt mal auf Schmerzen gefasst machen, die du in deinem Leben noch nie gespürt hast. Wobei, es ist eine Maschine. Ich denke mal nicht, dass er Schmerzen empfinden kann. Egal. Wir hauen gleich mit der vollen Batterie rein. Ah. Och nee, ne? Alles klar, dann weiß ich jetzt schon, was ich machen werde. Wobei, macht es jetzt Sinn? Back of Dragonite. Was bringt das überhaupt? Toll. Okay, Shield Killer. Das sollte eventuell helfen. Yoiks! Wie? Was? Hä? Hab ich das gerade richtig gesehen? Dieser Bag of Dragonite hat mich einfach in einen Drachen verwandeln lassen. Das ist awesome. Er clean the area. Also er ist im Endeffekt eine Putze. Also braucht man vor dem, wenn du so willst, keine Angst haben. Dass ich Psi Playing nicht machen kann, weil er ein scheiß Schild hat. Das ist echt Kacke. Naja, nützt nix. Wie? Ja, okay, er macht jetzt aber auch nichts. Das heißt, alles, was wir ihm gerade an Schaden gemacht haben, bis auf das mit dem Drachen. Wie kann der denn bitte über 300 HP so ausgleichen? Das kann doch irgendwo auch nicht sein. Naja, wenigstens macht er keine Attacken und wir können hier die ganze Zeit richtig reinhauen. Oh, jetzt macht Jeff aber. Ah, ne, das war Ness. Ups. Das war schwach für Ness. Ja, das sieht schon besser aus. All of a sudden, some guys rushed into the room. Jawoll, es waren die Runaway Five. Geil. Lucky quickly ducked behind the robot. Also haben sich glücklicherweise hinterm Roboter versteckt. Ich habe den Schalter umgedreht und ihn gestoppt. Ha! Was für ein Loser-Roboter. Es war so einfach. That was quick. Das war schnelles Denken. Und clumsy robot stopped moving. Geile Sache. Ness und Jeff bekommen. Oh mein Gott, 16.000 Erfahrungspunkte. Aber leider kein Level Up. Meine Güte, Jungs, danke. Und wieder hilft der. Wäscht die eine Hand die andere. Na, ja, Mann, wir haben kein Geld. Wir sind stark. Okay. Lass uns in den Raum ne hier die. Lass uns in den Raum hier neben einbrechen. Aber ich muss auf Klo. Okay. Dieser Raum neben uns sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich will aber noch Trout-flavored Joghurt haben. Wir haben ja jetzt eh alles soweit besiegt. Von daher. War ich hier? Ah ja, hier war ich schon. Boah, das sieht aber auch alles richtig steril und kacke aus hier, ne? So, dann gehen wir mal hier hin. Stimmt, den habe ich nicht besiegt. Da war ja was. Naja, gut, aber der kriegt dann jetzt einfach auf die Fresse, ne? Da kenne ich nix. So, der ist ja auch ein bisschen einfacher, ne? Und hat kein psychisches Schild. Es funktioniert aber trotzdem nicht. Es ist so ärgerlich manchmal. Da kannst du echt Glück haben und es klappt, oder du hast Pech und es klappt nicht. Aber dass es nicht klappt, ist ja auch eher selten der Fall. Was gut ist. Och Mann, ey. Mach ihm hin und erst besiegt den Spinner. Ja, schön. Toll. Natürlich, wie viel hält der denn aus? Meine Güte. Ja, ich werde Jeff jetzt garantiert nicht heilen, beziehungsweise wiedererwecken. Weil, hey, das ist Schwachsinn. Ich könnte, aber ich will nicht. Ganz einfach.
Wenn es nicht irgendwie notwendig ist, ihn zu heilen. Okay, das war jetzt Kacke. Dann werde ich das auch nicht tun. Und für den Kampf, da brauche ich ihn nicht. So, ich möchte jetzt ganz gerne Trout Flavored Joghurt haben. Ich habe der Maid versprochen, dass ich auch komme und das, jetzt finde ich sie nirgendwo. Das ist auch nicht schlecht, ne? Kommst du auch vorbei? Ja, auf jeden Fall. Ne, eigentlich nicht. Na, da war ja die eine drin. Gefühlt gibt's auch nur die eine. So, was hast du noch zu sagen? Ich hab eine Mädchenstimme gehört. Aha. Dann gehen wir mal rein. Stopp! Das ist genug. Bitte stopp, ich gebe auf. Wirklich. So, du Spinner, du erzählst mir jetzt mal, ne? Guck auf meine dünnen Arme, meinen dünnen Körper und mein graues Haar. Ich wurde so schwach, seit ich die Manimani-Statue verloren habe. Es tut mir leid, dass ich Paula gekidnappt habe. Ich habe nichts getan. Paula ist ein nettes Mädchen. Paula! Geh zurück zu Ness. Es tut mir so leid, dass ich so viel Ärger bereitet habe. Ness! Du hast es endlich geschafft. Oh, Ness, du hast es endlich geschafft. Mir geht's gut. Ich hab geglaubt, dass du kommen würdest und mich retten wirst. Mr. Monotoli ist nicht wirklich eine böse Person. Nimm dir etwas Zeit und hör ihm zu. Wie spät haben wir das jetzt eigentlich? Und Gott sei Dank, Paula ist endlich wieder dabei. Schönes Ding. Paula joint dir. Okay, jetzt erzähl mal, ne? Karten auf den Tisch. Ich erzähl dir alles. Die Manimani-Statue erschafft eine Illusion. Ja, das wissen wir schon. It attracts evil spirits and weakens your heart. Also, es stärkt böse Geister und schwächt dein Herz. Die Power hat mich so das Fürchten gelernt. Ich habe die Statue in einem Lager in Jackies Café versteckt. Ich bin oft dorthin gegangen, um zu beten. Kryptische Wörter tauchten auf einmal auf, als ich in der Illusion war. Ness, dein Name tauchte auch auf. Stop Ness, also stop Ness. Und do so by your own hand. Also stoppe Ness mit deiner eigenen Kraft. Oder lass ihn nicht nach Summers gehen. Oder vergewissere dich, dass er nichts über die Pyramide weiß. Ich verstehe diese Nachrichten zwar nicht ganz, aber irgendjemand will offensichtlich nicht, dass du nach Summers gehst. Böser Geigers oder irgendwer. Oder irgendwas. Ich konnte den Namen hören. Egal. Die böse Seite wird in Schwierigkeiten sein, wenn du Summers besuchst. Also solltest du definitiv nach Summers. Gerade weil sie nicht wollen, dass du dahin gehst. Willst du es normal hören? Nö. Summers ist ist einmal quer über den Ozean. Nimm meinen Helikopter. Ich öffne die Tür zu meinem Heliport. Danke. Ihr müsst weiter. Ness, das ist deine Bestimmung. Paula, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Passt auf. Okay. Auf einmal alles nicht mehr golden. Oh, der Heli, geil. Hä? Oh, perfekt, der startet schon. Ey! Puh.
Koki, du Wichser. Ness, du Idiot, Mann. Du warst nur einen halben Schritt zu langsam, sagt mir der Dicke. Ich geh weg. Seit Mr. Monotoli ein ganz normaler alter Mann geworden ist, habe ich keinen Nutzen mehr von ihm. Dieser Helikopter kommt sehr passend. Ah, sieht so aus, als wärst du der Loser. Schon wieder. Ja, aber du bist dick. Scheiße. Dann müssen wir wohl einen anderen Weg finden, wa? Poki hat den Helikopter gestohlen? Ich hoffe, er ist okay. Ja, ich würde mir eigentlich keine Sorgen um Poki machen, das ist... Oh. Okay, Paula, ist alles cool? Oh, ich war ein bisschen dizzy, aber mir geht's wieder gut. Um nach Summers zu kommen, müssen wir nach Three zurückgehen. Ja, irgendwie weiß ich, dass wir dahin müssen. Okay, das machen wir aber später, weil es gibt hier auch noch ein Your Sanctuary, ne? Wow! Ich kann im Web danach suchen. Boah, halt die Fresse, Google Assistant. Ich hasse dich. Also demnächst lege ich mir eine Uhr bereit, dass ich mein Handy nicht mehr neben mir liegen haben muss. Also, ihr habt richtig viel getan, als ich im Badezimmer war. Haha! Ihr wollt also nach Threed kommen, so schnell wie es geht? Wir können euch mitnehmen. Ich gehe in den Bus und warte außerhalb des Gebäudes. Ja, das könnt ihr machen, aber wie gesagt. Oder warte, kriege ich das Your Sanctuary jetzt schon? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Hier ist auf jeden Fall eins, aber habe ich es jetzt schon bekommen? Keine Ahnung. Müssen wir ausprobieren, ne? Okay. Ja, da geht's also nicht rein. Ich frage mich halt immer noch, wo die Maid war, ne? Hey, wie geht's dir? Das ist Apple. Hier ist Apple Kid. Ich glaube, ich bin richtig genial. Also ich weiß, dass ich genial bin. Warum? Naja, ich habe rausgefunden. Warte mal. I have discovered the primary enemy of you and all of all humanity. Also ich habe den Feind der gesamten Menschheit rausgefunden. Wir müssen ihn bekämpfen und besiegen. Um das zu tun, brauchen wir eine Maschine namens Phasendistorter. Ich muss den umherwandernden Wissenschaftler finden. Dr. Endonuts. Und mit ihm muss ich diesen Distorter bauen. Also werde ich wohl eine Zeit lang nicht mehr erreichbar sein. Bis später. Ja, Mann, ist dein Vater, Mann, ne? Bist schon lange draußen und so, weißt ja Bescheid, ne? Ist zwar nicht meine Sache, aber... Willst du mir nicht eine Pause machen? Nein. Ja, okay, Mann, macht mich zwar nicht glücklich, aber okay. Ist ja auch nur, dass du die Welt retten musst. Tschüss. Gut, ja, dann würde ich sagen, der Part ist auch vorbei, ne? Hoffe, ihr habt wieder Spaß beim Zusehen. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.